Es geht weiter bei Let's Play Final Fantasy 6, ja. Gerade beim Beenden des Bosskampfes mit 8 Magiepunkten. Und HP-mäßig sieht es ganz gut aus. Und kämpfen. Falls ihr euch fragt, warum ich das so genau wusste. Ganz einfach. Das ist die zweite Aufnahme. Weil die erste Aufnahme, da habe ich nämlich erst bemerkt, so ganz am Ende des Kampfes so. Ach ja, du hast vergessen, übrigens deine Schummeleien auszuschalten. Aber das macht ja nichts, ne? Das ist ja ganz normal. Ich weiß nicht, es ist zwar praktisch und sowas, aber es ist unpraktisch. Warum eigentlich nicht mit ihr? Sie kann doch viel besser heilen. Mit Vigra! Oder wie heißt es hier? Quell 2. Quell 3. Neuer Tanz gelernt. So, wie geht das denn hier weiter? Mit einem Vectaurus. Ich hoffe mal, das war so richtig. Ansonsten, ja, Feiertänzchen. Dancing on the dance floor. Und noch einen Tanz erlernt. Hey, das geht ja hier schneller als bei Fix und Foxy. Ich könnte auch die Kämpfe rausschneiden. Ich habe aber keine Lust, die Zeit dann immer nachzugucken und sowas. Habe ich das schon erzählt? Wuff, 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 wuff. Apropos, man hatte sich sowieso mal darüber unterhalten, warum der Hund hier so häufig vorkommt. Okay. Das sieht so nach fortführend aus. Bunter Pinsel erhalten. Na, habe ich ja gleich den richtigen Charakter hier. Jugebo, do. Bunter Pinsel, der ist besser. Lalalalalalalala. Ja, mach mal ein Porträt davon. Und du machst das. Meteor. Ups. Ach, krass, immer Ultima. Ja, er macht das selber nämlich auch ganz gern. Zieht doch eine Menge ab. Aber jetzt kommt Ultima. Das nenne ich mal Schaden. Einfach mal so 9999.
Ja. Oh, Flashgewitter, Flashgewitter. Wie war das nochmal mit dem ersten Drachen? ja, das ist Drache Nummer 2, den wir hier antreffen können. Übrigens auch der letzte Drache, nämlich der Schädeldrache. Da finde ich aber gar nicht nett, dass du sowas machst. Du machst mal Ultima und du machst... Ultima Kaffee. Oh, 80. Du musst mal heilen auf ihn. Ultima. Und wieder Flashgewitter. Das war's. Sogar noch vor Ablauf der Zeit. 10 Magiepunkte erhalten, Muskelgurt erhalten. Alle 8 Drachen besiegt. Drachensiegel ist gebrochen. Magizid Jihad erhalten. Ja. Nach Beendigung der 8 Drachen löst sich das Siegel und die letzte Esper erscheint, nämlich Jihad oder Crusader, wie sie in der PSX-Version oder so hier heißt. Bei Level Up 50 MP Hinzunahme, was bei der MP-Zahl von, glaube ich, maximal 999 eher schlecht rüberkommt. Ich weiß allerdings nicht, ob es wirklich so ist. Und kann als einziger den Zauber Merton lehren. Bohrender Feuerangriff, ziellos. Ich meine, in Final Fantasy 8 Schwester auch die Verteidigung. Und eben halt auch noch Meteor mit plus mal 10. Wer konnte das denn noch? Achso, hier Odin. Mit einfach, aber Odin kann eben halt auch Tempo erhöhen, deswegen behalte ich Odin auch. Ja, das war's mit den 8 Drachen. Ich kenne ja einen, der das hier unbedingt wissen wollte. Ja, Jihad oder Crusader werde ich zwar zeigen, aber ich weiß nicht wie und wo und warum. Doch, warum weiß ich, weil ich es zeigen möchte. Das könnte ich vielleicht mal machen. Erstmal belebst du ihn wieder und Mock war das, glaube ich. Ja, Mock kriegt das ganz spät, oder? Ne, Sabine auch. Dann kriegt Sabine ihn. Einmal den guten. So, hinkommen kann keiner. Kann ich hier auch noch einen Kampf machen? Kann ich das? Nein? Ja. Man sieht sich dann gleich, wenn ich so alles umgeputzt habe. Also bis gleich.
Und hier sind wir nochmal, denn hier gibt's gleich einen Kampf. So, Jihad, man sieht schon, er greift wirklich alles an. Dargestellt werden die drei übrigens durch einen Kämpfer, eine Göttin und einen Dämon. Man sieht es also, man nimmt auch selber dabei Schaden. Eigentlich gar nicht mal so schlecht eigentlich, wenn eben halt nicht der eigene Schaden dabei wäre. So, aber wie komme ich hier rüber? Ich muss doch bestimmt irgendwie hier rüberkommen. Oder auch nicht, Klammer zu. Oder ich bin einfach nur falsch abgebogen. Oder irgendwie sowas. Oder ich muss jetzt mit der zweiten Truppe. Das kann auch sein. Denn hier gibt es echt voll viel. Oh, kleine... Na, der kam nicht mehr zu irgendetwas. Apropos, du könntest ein wenig an... Ja, mach mal bei deiner HP. Das ist, glaube ich, das Beste. Übrigens, X-Magie. Ich habe Terra auch die Schatulle gegeben, neben dem MP-Einteiler, damit sie später nämlich richtig starke Zauber doppelt ausführen kann. Beziehungsweise einmal Heilung und einmal angreifen. So, aber gehe ich jetzt hier vollkommen verkehrt? Wenn ja, dann lade ich Selfset und mache hier mit einer anderen Truppe dann weiter. Weil ich habe nämlich während des Umschnallens habe ich nämlich ein Selfset gesetzt. Ich die Intelligenzbestie ist. Jo. Zum Glück habe ich das schon gemacht. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich es hier... Ja, habe ich schon. Also, man sieht sich gleich. So, da bin ich auch wieder. Ich habe jetzt die zweite Truppe mit S-Bahn ausgestattet. Leute, ich habe kaum noch Zeit. Ja, Rechner! Mach mir noch alles kaputter. Ich habe nämlich schon nachgesehen, ich habe schon über 13 Minuten. Wäre natürlich alles ein bisschen entspannter, wenn es nur um die Dings geht. So werde ich, ich glaube, ich werde auch so in Final Fantasy 8 machen, dass ich dann komplett aufnehme und die Kämpfe dann rausschneide. So. Natürlich, es ist ja alles wieder mal voll das Beste. Und ich muss cutten. Ja. Wir sehen uns dann das nächste Mal wieder, wo ich dann direkt vor allem stehe und dann mit der Truppe 1 dann weitermache. Also bis zum nächsten Let's Play Part. Blood SFB meldet sich ab.